Das Projekt Wirtschaftsfenster MV wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zum Wirtschaftsfenster MV. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, um mit uns wieder einen Blick auf wirtschaftliche und infrastrukturelle Entwicklungen im Land zu werfen. Unsere Beiträge berichten in dieser Ausgabe aus Rostock, aus Neubrandenburg und jetzt gleich zu Beginn aus Wismar. In der Hansestadt entwickelt sich ein Familienunternehmen auch mit Hilfe europäischer Fördermittel weiter, das wir Ihnen in einer der vergangenen Sendungen bereits vorgestellt haben. Richtfest bei Hammerichs. Seit 2012 ist das Familienunternehmen Hammerich Gesunde Schuhe in der Ladestraße in Wismar ansässig. Doch der ausgebaute Lokschuppen wird dem wachsenden Unternehmen langsam zu klein. Um dieses Problem zu lösen, haben die Hammerichs investiert. Zwischen Lokschuppen und Seehafen wurde Richtfest für eine neue Halle gefeiert. Komplett in Holzbauweise errichtet, soll das Gebäude auch energetisch und ökologisch auf modernem Stand sein. Genutzt werden soll es, um die Produktion aus dem Hauptgebäude auszulagern, zu vergrößern und gleichzeitig dort mehr Verkaufsfläche freizumachen. Wir haben bis jetzt 80 Quadratmeter, was nicht so klein ist für einen Orthopädiebetrieb, erweitern uns jetzt aber auf 250 Quadratmeter. Da können wir natürlich dann auch mehr Gesellen unterbringen. Wir freuen uns dann auf Zuwachs auch ausbilden zu können. Weiterhin haben wir hier einen Multifunktionsraum über 80 Quadratmeter. Dort wollen wir Schulungen machen, bieten Unternehmen, da haben wir auch bereits schon Anfragen dran, dass die auch diesen Raum mieten können. Wismars Bürgermeister Thomas Bayer packte bei der symbolischen Grundsteinlegung mit an. Die Hansestadt Wismar unterstützte das seit 1996 bestehende Unternehmen gerne mit Beratung und auch beim Finden der richtigen Fördermittel. Da, wo wir unterstützen können, unterstützen wir immer. Dazu stehen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch vor allen Dingen die von der Wirtschaftsförderung zur Verfügung. Das gilt auch für alle Unternehmen, ob klein oder groß. Und insofern ist das hier wirklich ein schöner Tag, dass wir hier erneut so ein Richtfest feiern konnten. Das zeigt, in der Stadt bewegt sich einiges an ganz verschiedenen Orten und durch ganz verschiedene Unternehmen. Die Investition von knapp 900.000 Euro wird mit 190.000 Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung in Verbindung mit GRW-Mitteln gefördert. Das setzt auch beim Unternehmen selbst Mittel für andere Zwecke frei. Wir hätten das auch ohne Fördermittel gemacht. Das muss ich so spontan sagen, weil wir all unsere Projekte, in die wir in der Vergangenheit gestartet sind, erst einmal so planen, was wollen wir erreichen. Und natürlich ist es schön, wenn wir durch Fördermittel unterstützt werden. Das entlastet ungemein und können wir wiederum in andere Dinge investieren und uns auch wieder weiterentwickeln. Also wir sind schon sehr froh über die Fördermittel, aber ja, das war nicht ausschlaggebend. Im Frühjahr 2019 soll die Verlagerung der Produktion und der Ausbau der Verkaufsräume beginnen. In Rostock-Warnemünde liegt das Richtfest zum Hallenkomplex 11 der MV-Werften schon einige Monate zurück. Hier wird inzwischen produziert. Zum Start waren unsere Kollegen aus der Hansestadt mit Kamera und Mikrofon vor Ort. Ende November starteten die MV-Werften mit einer neuen Produktionslinie im neuen Schiffbau Hallenkomplex 11 in Rostock-Warnemünde. Ab sofort werden für die Global Class Kreuzfahrtschiffe hier Paneelen in der Größe von bis zu 25 x 16 Meter entstehen. Somit ist die Laser-Hybrid-Paneellinie die modernste Schweißanlage Europas. Das Schiff ist ja riesengroß und das Schiff besteht auch in großen Teilen aus Hotelbereichen. Und für diese ganzen großen Bereiche, Hotel- und Einrichtungsbereiche, wurde speziell diese Halle konzipiert. Das bedeutet, diese Anlage ist darauf spezialisiert, kleine Bleche zusammenzuschweißen zu etwas größeren, zu einer Sektion wiederum und dann wieder zu einem Block, welcher dann sich zu einem Schiff ergibt. Und diese Kleingliedigkeit, diese kleinen Teile, dafür haben wir sie speziell diese neuen Schweißanlagen gekauft. Dadurch sind wir schneller, effizienter
Und wir haben technologisch einen Vorteil, weil wir weniger Hitzeeinwirkung haben. Das ist sozusagen dieses Laser-Hybrid-Verfahren. Und das bringt uns auch am Markt ganz weit nach vorne und macht uns konkurrenzfähig. In Deutschland ist eine starke maritime Wirtschaft von zentraler Bedeutung, denn etwa 95% des interkontinentalen Warenaustausches erfolgt über den Seeweg. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie fördert die maritime Wirtschaft daher auf vielfältige Art und Weise. Ein Förderprogramm des Bundeswirtschaftsministeriums lautet dann auch: Innovativer Schiffbau sichert wettbewerbsfähige Arbeitsplätze. Und aus diesem Fördertopf stammen rund 6 Millionen Euro für eben diese Laserhybrid-Paneellinie. Weiterhin sind mehrere regionale Unternehmen an dem Projekt direkt und indirekt beteiligt. Unter anderem führte das mehrfach mit EFRE-Mitteln unterstützte Fraunhofer-Institut Machbarkeitsstudien zu optimierten Taktzeiten durch. Aber auch technische Zulieferer und Ausrüster stammen aus unserem Bundesland. In MV ist die maritime Industrie, und hierzu zählen Schiffs- und Bootsbau, die maritimen Zulieferer sowie Meeres- und Offshore-Technik mit knapp 300 Unternehmen und insgesamt ca. 10.000 Beschäftigten sowie einem Umsatz von rund 1,5 Milliarden Euro nach wie vor ein starker Wirtschaftszweig. Direkt bei den drei MV-Werften in unserem Land sind etwa 2.800 Mitarbeiter beschäftigt. In der neuen Fertigungshalle 11 werden ab sofort 150 Menschen eine Beschäftigung finden. Jede Werft im Verbund fertigt ein Teil der Global-Class-Kreuzfahrtschiffe. Hier bauen wir nur in dieser Halle die kleinen Sektionen, sprich immer nur kleine Bereiche des Schiffes. Und im Dock hier hinter uns, in den nächsten Hallen, da sieht man ja schon, wie das Schiff wächst. Und die Sektionen, die hier in den nächsten Wochen und Monaten gebaut werden, die werden wir auch sofort natürlich für das erste Global-Schiff schon zusammenbauen. Und ich sag mal, in den nächsten halben, dreiviertel Jahr sieht man hier ein ziemlich großes Schiff zusammenwachsen, bevor es dann nach Wismar geht. Durch dieses kleine, aber enorm wichtige Puzzleteil im Werftenverbund wird die Wettbewerbsfähigkeit der Genting-Werftengruppe auf dem hart umkämpften Markt für Schiffbau gestärkt. Von der Küste jetzt ins Binnenland, in die Stadt der vier Tore. Der Neubrandenburger Bahnhof wurde gut 2 Jahre modernisiert. In eine Teilmaßnahme flossen auch Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Erste offizielle Einweihung am Bahnhof Neubrandenburg. Der neue Bahnhofstunnel ist freigegeben. Wenige Tage zuvor hatte die Deutsche Bahn AG den erfolgreichen Abschluss der Arbeiten am Bahnhof Neubrandenburg bekannt gegeben. Die Modernisierungsmaßnahmen erstreckten sich über gut 2 Jahre. Besonders im Fokus die Herstellung der Barrierefreiheit. Reisende mit Bewegungseinschränkungen gelangen über 4 neue Aufzüge von der Personenunterführung auf die Bahnsteige. Neben einem modernen Wegeleitsystem erhielten auch die Bahnsteige samt Dachkonstruktionen eine Rundumerneuerung. Wir haben 2 neue Inselbahnsteige errichtet mit jeweils 140 Meter langen Bahnsteigkanten. 4 neue Bahnsteige sind entstanden. Rundherum eine runderneuerte, kundenfreundliche, barrierefreie Verkehrsstation ist entstanden. Neu gebaut haben wir dazu noch zusammen mit der Stadt Neubrandenburg das Ausgangsbauwerk Nord. Das heißt, wir haben hier einen stadtteilverbindenden Charakter hergestellt. Und letztlich haben wir das Projekt auch innerhalb der geplanten Termine und zu den auch geplanten Kosten realisiert und darauf sind wir sehr stolz. Die geplante Bahnhofsmodernisierung nutzte die Stadt Neubrandenburg, um das Projekt durch den nun eröffneten Tunneldurchstich zu erweitern. Am Tunnelende entstand das Ausgangsbauwerk Nord. 5,3 Millionen Euro wurden in den ergänzenden Auftrag an die Deutsche Bahn investiert. Mit 3,7 Millionen Euro unterstützte das Verkehrsministerium die Baumaßnahmen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Wir haben ja die Situation, dass der Bahnhofstunnel eigentlich hier endet, wo wir gerade stehen oder geendet hat. Und wir als Stadt immer gemerkt haben, dass das eigentlich eine wichtige Verbindung zur Nordstadt, also zum Vogelviertel wäre. Und so kam das Projekt ins Rollen, dass man diesen sogenannten Tunneldurchstich geplant und dann letztendlich auch gebaut hat, um eine bessere Stadtteilverbindung zur Innenstadt zu haben. Dank des Tunneldurchstichs ergeben sich zudem neue Möglichkeiten für die Erschließung des nördlichen Bahngeländes und den Erhalt der im Verfall begriffenen ehemaligen Lokschuppen. Zur Revitalisierung der denkmalgeschützten Gebäude ist die Stadt mit einem Investor im Gespräch.
Im Umfeld des Ausgangsbauwerks Nord soll zudem eine Park-and-Ride-Anlage entstehen. Das waren sie wieder, unsere Beiträge aus unserem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Sie finden diese und weitere Sendungen auch im Internet auf der eingeblendeten Homepage. Liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Wirtschaftsfenster MV.